dann werden wir es nochmal probieren. Ja, da freuen wir uns alle, Oma, und besonders der kleine Leo. Ja, ich mach's doch nur wegen Lionel. Ich weiß es doch, Oma. Ich weiß nur es doch. Wegen Lionel. Welcome to Custodia. Welcome to Poland. Welcome to the Białowieża Forest, the last primeval forest in Europe. The one place in all of Europe with the highest biodiversity. The place that we need to protect with so many beautiful animals and plants and such a richness of life. The perfect setting to explore how we might serve the emergence of the more beautiful world our hearts know is possible. This is what we're gonna do the next 3 weeks here in person and after that online in this beautiful chalet at the edge of the forest. We're gonna stay over the next couple of weeks. Powerful group assembled together yesterday in the evening. We arrived and today our process has started. And since this first cohort of Custodia is taking place in German language and all our conversations each day are taking place in German, and I want to share as much as possible with you guys, I made the decision to do these videos in German. So, for all my non-German speaking friends, I'm sorry. Powerful stuff is taking place. I want to share that and not always like reflect back on it afterwards in moments like these, but share in the moment as the things are happening, as the conversations are taking place, as the co-creations are manifesting. I want to share that in the moment. So we're switching to German for the next couple of videos. Hinschreiben würde, ist jetzt in den ersten Tagen noch nicht relevant, aber wenn wir hier ein bisschen vorangeschritten sind und dann jeder seine individuellen und ihre individuellen Quests erarbeitet hat, dann braucht es dafür natürlich auch Umsetzungszeit. Also mein Senf dazu, ich würde vorschlagen, Abendessen und Kochen, oder ist das eine Sache, die man in der Gruppe abstimmen würde? Ich würde sagen, wir machen einen Vorschlag, wo alles individuell mit einbezogen ist, und dann machen wir den Vorschlag gebündelt, weil das hängt ja natürlich auch wieder mit dem zusammen und so weiter und so fort. Also jeder weiß, 16:30 wäre Kochen, und dann kommen letzten Endes die Leute, die erstmal, die sagen, okay, ich hätte Interesse oder es würde für mich passen zu kochen, sind dann hier irgendwo, und dann findet da so diese Absprache statt, weil es weiß ja eh jeder 16:30, na, dadurch ist es klar, und da könnte man dann an dem Tag diese Absprache einmal machen. Würde jetzt jeder komplett raus sein und niemand kommen? Dann gibt's halt nichts. Genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass mindestens einer an dem Tag dann da ist, und wenn dann nur eine Person da ist, dann wird natürlich, okay, wie sieht's aus? Genau, ich gehe mal davon aus, dass... Das, genau. Zur Strafe gibt's Pizza. Geh alleine essen ins Restaurant. Zur Strafe? Verstehe ich nicht. Es ist gut, Pizza zu essen. Mich wär's eher eine Strafe. Der Start unserer Custodia-Reise steht ganz im Zeichen von Grundlagen schaffen, auf denen dann ganz, ganz viel tolle Co-Creation und Transformation passieren kann. Und eine der wichtigsten Grundlagen ist natürlich so, wie strukturieren wir unser Day-to-Day-Life?
wer macht Essen, wer räumt auf, so diese ganzen Basic-Fragen. Das ist ja kein Retreat, wo irgendwie alles provided ist, sondern ein Experiment in Community Living. Und da kam die Frage auf, okay, wie machen wir das? Machen wir einfach so einen Plan. Montag ist der dran, Dienstag die dran und so weiter und so fort. Das ist natürlich das Allereinfachste, auf diese Art und Weise so eine Basis zu legen. Das Ding ist, und das haben wir heute in der Runde schön erarbeitet, auf diese Art und Weise werden bei weitem nicht alle Potenziale genutzt. Sowohl in uns selbst als auch in der Gruppe. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die am Montag eingeteilt ist zum Kochen, auch am Montag genau die richtige ist zum Kochen, weil sie noch voll viel Energie vom Tag übrig hat und richtig Bock hat zu kochen, ist recht gering. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass jemand anderes ist als die Person, die eingeteilt ist. Das heißt, diese typische Spiral Dynamics, Blue, Orange, Organizational Structure von wir standardisieren das einfach alles durch und wissen dann ganz genau, dass es auch laufen wird, die dockt nicht wirklich an unseren Potenzialen an. Und dann ist natürlich die Reaktion von der nächsten Bewusstseinsstufe von Grün zu sagen, komm, wir machen einfach alles gemeinsam, wir setzen uns an den Tisch und diskutieren jedes Mal aus, wer ist eigentlich heute dran mit Kochen und mit Putzen. Und dadurch nutzen wir vielleicht mehr von den Potenzialen und gleichzeitig brauchen wir ewig lange Zeit. Und meistens mündet das dann darin, dass stundenlang diskutiert wird und am Ende doch nicht das richtige Resultat erschaffen wurde und alle irgendwie unzufrieden sind und sagen, jetzt entscheid doch mal irgendjemand. Das heißt, es funktioniert auch nicht wirklich gut. Und die nächste Stufe in der Spiral ist gelb. Und gelb ist systemisches Denken, non-judgmental, in einer gewissen Neutralität, wirklich lösungsorientiert, anstatt sich an irgendwelchen Ego-Spielen festzuhängen. Das ist das, was wir versuchen hier zu erkunden. Und das ist sehr komplex und gleichzeitig so wichtig und so gebraucht in dieser Welt. Cooking process works. Nice. We will not starve, even though we didn't create a schedule and didn't like formally plan who does what when. It worked. So let's continue our exploration of how does decision making in spiral yellow and spiral turquoise look like, or how can that look like? Ich habe gerade festgestellt, dass ich wieder Englisch gesprochen habe. Das ist so drin. Dieses großartige Buch, Combining, von Nora Bateson, habe ich auf Bali liegen. In einem ihrer Podcast-Episoden erzählt Nora davon, wie unser Verstand immer, um Sicherheit zu gewinnen, um sich entspannen zu können, okay, alles ist safe, in diese Vorhersehbarkeit, in diese Kontrolle hineinrutscht. Und so zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie wir hier das mit dem Essen und mit dem Abspülen lösen. Und gleichzeitig, wie schon gesagt, nutzt das bei weitem nicht die gesamten Potenziale der Gruppe, wenn wir versuchen, das zu kontrollieren. Was wäre, wenn jeden Tag sich genau die Menschen magischerweise finden würden, die heute dran sind, für die es heute genau richtig ist zu kochen oder für die es heute genau richtig ist abzuspülen? Was wäre, wenn es möglich ist, ohne viel Planung, ohne viel Deals machen, an einen Punkt zu kommen, dass magischerweise sowohl das Essen als auch das Aufräumen als auch alle anderen Dinge taken care of sind? Weil jede Komponente des Systems für sich individuell reinspürt, was ist gerade heute für mich dran? War mein Tag heute super intensiv und ich merke, ich brauche Rest und ich klinke mich aus? Oder merke ich, ich habe noch Energie und ich will die contributen und deswegen engagiere ich mich beim Putzen und beim Kochen? Und das funktioniert natürlich nur, wenn Menschen zusammenkommen, die in diese gelbe systemische Energie reintappen können und die vor allem
rooted sind in dieser grünen Energie von ich möchte geben, ich möchte contributen. Klar, natürlich, wenn jeder hierher kommt und sagt, ich möchte das wenigste machen, was möglich ist und das meiste bekommen, was geht, ist das natürlich eine Strategie, die überhaupt nicht funktionieren würde und zum Scheitern verurteilt ist. Wenn aber hier Menschen zusammenkommen, die gerne geben und gerne contributen wollen und die gleichzeitig in der Lage sind, in dieser Komplexität zu navigieren von was ist gerade dran für mich, was ist gerade dran für die anderen, was ist gerade dran für die ganze Gruppe. Und da in Eigenverantwortung unterwegs sind, gleichzeitig kommunizieren, vielleicht ist es dann möglich, ohne Planung, ohne Vorhersage an einen Punkt zu kommen, dass die Dinge laufen. Und wir als einzelne Komponenten eines größeren Organismus in so einen Flow reinkommen, dass ohne solche Absprachen auf einmal alles da ist und alles klappt und Transformationsprozesse genau perfekt ineinander greifen und gleichzeitig die Basis, aka Essen und so weiter, ebenfalls taken care of ist. Das ist etwas, was mich wirklich fasziniert und was ich hier in Castodia erkunden möchte. Wie kann ich nicht nur für mich selbst im Flow sein, sondern wie kann auch noch eine Gruppe von Menschen so perfekt ineinander greifen, dass dieser Flow viel mehr ist als die Summe der Teile. Und 1 plus 1 5 ergibt. Und nicht wie normalerweise in der Welt da draußen 1 plus 1 minus 3. Weil die verschiedenen Talente, die verschiedenen Stärken verpuffen, weil wir nicht in der Lage sind, miteinander zu kooperieren. Das ist einer der Driver für diese Zeit hier. Und das, was global gesehen in dieser Welt so sehr gebraucht wird. Zu lernen, mit anderen Menschen, die anders sind als ich, produktiv, förderlich und fruchtbar zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Dinge zu erschaffen. Sei es in unseren Familien, in unseren Communities, in unseren Organisationen, in unseren Companies. 1 + 1 = 5. Das ist das, was wir hier erkunden. Und das beginnt in so simplen Dingen wie, wer kocht heute? Sie scheint super happy zu sein, also bin ich super happy. Ne? Also wir sind super happy. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, richtig schön. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Kommunikation untereinander, dass es sehr offen ist, miteinander vertraut und auch in dieser Runde heute, wie hieß es nochmal, dieses ehrliches Mitteilen? Ehrliches Mitteilen. Auch was Neues für mich, was ich glaube ich ganz gut auch in meine Arbeit integrieren kann und ja, so ehrliches Miteinander sein, das fühlt sich auf jeden Fall schön an. Und so freue ich mich auf diese 3 Wochen. Berti? Hallo Oma. Grüße aus Polen. Na du? Ah, sehr gut. Wir sind gut angekommen. Hallo. Läuft gut. Sonne scheint. Sehr, sehr schön. Wie ist es dir denn bezüglich Bali ergangen die letzten beiden Tage? Wir wollten ja nochmal telefonieren. Ja, ja. Naja, weißt du, auf der einen Seite der Kleine, der liegt mir schon am Herzen. Das weißt du ja. Ja. Aber weißt du, es ist auch wieder eine ganz schöne Umstellung für mich. Na klar, verstehe. Das muss ich ja sagen. Das Klima hat mir irgendwie zu schaffen gemacht. Ich war dann auch so erkältet und das ist immer noch nicht weg. Ich muss immer noch husten. Ja. Ich weiß nicht. Jetzt werde ich erstmal am Montag nochmal zu meiner Ärztin gehen, dass die wenigstens, sie hat ja gesagt, ich muss nochmal hinkommen, wegen, dass die Lunge untersucht wird. Ja. Von diesem Husten letztens. Und da muss ich erst nochmal abklären. Ja. Naja, du, meine Meinung kennst du ja dazu, dass das nichts mit Bali an sich zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass du halt
wieder gefahren bist, weil den Großteil der Bali-Zeit ging es dir ja gut. Das war ja dann erst am Ende, als absehbar war, dass du wieder nach Deutschland fliegst. Und da ist natürlich in deinem Körper ganz viel passiert, weil du diese innere Zerrissenheit hattest und einerseits irgendwie mit Leo sein wolltest, andererseits natürlich auch Deutschland. Und das hat sich dann in deinem Körper gezeigt. Den Großteil der Zeit, die erste Zeit, ging es dir super. Da hattest ja ganz viel Energie und warst mit Leo und warst ja auch nicht erschöpft oder so, sondern den Großteil der Zeit ging es dir total gut, weißt du? Ich glaube nicht, dass das was mit dass Bali dir da schlecht tut, zu tun hat. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. Naja, man wird sehen. Ja, ja gut, dann werde ich es nochmal probieren. Ja, da freuen wir uns alle, Oma, und besonders der kleine Leo. Ja, ich mach's doch nur wegen Lionel. Ich weiß es doch, Oma. Ich weiß es doch. Nur wegen Lionel, sonst alles andere, die Erwachsenen, die kommen mehr schlecht als recht zurecht. Ja. Aber Lionel, der braucht noch ein bisschen Betreuung. Das ist schon, das weiß ich schon. Klar. Der braucht seine Amu um sich herum. Ja, der wünscht ja auch gerne. Also. Ja, eben. Ja, dann wünsche ich dir noch gut, dass es weiterhin so gut läuft und du Spaß hast an der ganzen Sache und alles klappt. Danke. Und dann würde ich sagen, dann telefonieren wir vorher nochmal. Ja, ja, machen wir. Können wir die nächsten Tage nochmal sprechen. So machen wir es. Ja. Oma, ich freue mich sehr. Gut. Hab einen schönen Abend. Wir sehen uns bald. Ja, du auch. Bis du dann. Auch. Ja, mach's gut. Ne? Tschüss. Tschüss, Betty. Tschüss. Ciao. Sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt. Oma kommt wieder nach Bali. Yes! Und meine Mama auch. Das heißt, in knapp 2 Wochen sitze ich im Flieger nach Hause auf dem Weg zu meinem Grundstück mit meiner Mama und meiner Oma im Schlepptau. Oh mein Gott. Es ist beautiful. Alles fällt an seinen Platz. Dankbar. Dankbar, dankbar, dankbar. Für meine Familie, für ihre Offenheit, für diesen gemeinsamen Lebensweg. Und gleichzeitig ist auch das natürlich ein Practice von all den Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Wertesystemen gut zu navigieren. It's a practice. Ja, wir navigieren diese Journey als Familie ganz wundervoll. Und dafür bin ich so dankbar.